Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar zu einem, ja, es ist eigentlich nicht Review, aber wir testen die neuen, wie heißen sie, die neuen Items, die reingekommen sind von Attack on Titan, genau so heißt es, also 3D-Manöver und der Donnerspeer, die testen wir und mal gucken, wie sie sich so schlagen, ob sie stark sind, ob sie nicht so stark sind und ja, viel Spaß mit dem Video, gerne ein Like da lassen. Gerne Kanal abonnieren. So, auf geht's. Wir testen die neuen Attack on Titan Waffen, die ja seit heute zum Spiel sind. Ich glaube seit 9 Uhr morgens oder 10 Uhr irgendwie so. Es ist natürlich jetzt schon ein bisschen später, aber macht ja nichts. Wir werden mal gucken, ob wir die finden. Ich muss halt überlegen. Ich glaube, die gibt es hier immer bei diesen Türmen hier, wenn ich das richtig gelesen habe. Und ja, mal schauen. Es gibt so einen Sprengraketenwerfer, glaube ich, oder irgendwie so heißt der. Und 3D, irgendwas, so ein Grappling-Ding. Auf jeden Fall. Und ja, mal schauen, wie das so wird. Hier werden auf jeden Fall sicher auch andere Leute mitkommen, die die neuen Items gerne haben wollen. Und ja. So, sehr schön, der erste. Jetzt ist natürlich die Frage, ob hier auch direkt diese Waffe ist. Es gibt, glaube ich, da so spezielle neue Kisten, wenn ich das gesehen habe. Ich habe nur den, genau, diese Kisten hier. Und dieses 3D-Manöver gibt es und dann gibt es noch so einen Rocket Launcher. Der Rocket Launcher haben wir leider noch nicht bekommen, aber ja, mal schauen. Ich kann aber auch irgendwie mit dem... Ah, genau, zuschlagen. Jetzt ist natürlich die Frage, wie stark das dann ist. Und, ja. Aber wir werden hier mal... Wie macht denn... Ah, einmal kann ich grappeln und einmal schweben. Ah, und angreifen. Interessant, interessant. Jetzt ist natürlich die Frage, wie stark das ist. Ob das einfach so ist wie das Katana. Oder ob das besser ist. Testen wir das auch direkt mal. Okay, das... Das macht 70er Hits. Das ist recht stark, wenn man so schnell... Aber ich glaube, dass man hat nicht unendlich Angriff und die Energie geht recht schnell runter. Ja, die haben da auch schon den Skin. Uiuiui. Wie grapple ich mich denn jetzt hier? Aber der ist gar nicht aufgeladen. Ah. Okay, das Grapp... Oh mein Gott, ist das Grappeln komisch. Es ist nicht wie beim Grappling Hook oder so. Es ist ganz anders. Aber... ja, interessant. Weil du ziehst dich da so... Ja, du ziehst dich halt wie so hin... Mit so zwei Greifern hier. Oder einem Greifer. Und irgendwie auch die Aufladeanimation ist ganz, ganz speziell. Der ist jetzt leider auch schon wieder weg. Ich gönne mir noch kurz die Minis. Und irgendwie droppen die auch mega oft, so wie es aussieht. Okay, das war's dann mit dem. Ah, und der hat hier auch diesen Sprenglauncher. Dann nehmen wir den mal mit und gucken uns den mal an. Sich der so spielt. Der benutzt natürlich Rocket Money, ist klar. Ist ja auch eine Sprengausrüstung. Wie ja die der Eierwerfer ja auch war zum Beispiel. Und ja, zwei Schüsse hat er drin. Ich weiß nicht, wie schnell man die schießen kann.
werden wir dann gleich sehen. Aber die sind wohl, so wie ich es gelesen habe, sehr, sehr stark gegen Gebäude. Okay, die machen 70er Hits. 2x70. Okay. 2x70 ist ganz ordentlich, muss ich sagen. Also für das, dass man hier direkt 170 Schaden bekommt, ist das schon nicht schlecht. Jetzt rennt er da natürlich weg, der Typ. Der wieder ins... Oh, aber die verschwinden! Das ist natürlich auch sehr interessant. Die verschwinden. Das heißt, wenn man die leer hat, bleiben die nicht im Inventar. Interessant. Tschüss. Sehr, sehr speziell, dass die dann einfach aus dem Inventar gepackt werden. Aber ja, wenn das so ist, dann ist das so. So. Bisschen full heilen. Es geht hier natürlich richtig zur Sache. Alle wollen die neuen Waffen, alle wollen die neuen Sachen testen. Die werden natürlich sicher eh noch gebalanced. Wie die meisten Sachen. Und ja. Aber sonst bis jetzt habe ich nicht so ein schlechtes Gefühl. Okay, der ist direkt ganz runter. Irgendwas ist da noch für eine Figur, die da rumsteht. Aber ja. Interessant, interessant. Den Tresor gibt es natürlich immer noch. Steckt sich dahinter. Ja, ist natürlich ein bisschen mies, wenn man dann da nicht rauslaufen kann. Irgendwie Pizzastücke hat der, okay. Hier gönnt sich noch einer gerade den Boss, sehe ich. Oder ne, der fightet. Interessant, interessant. Ist raus. So, dann gehen wir da noch kurz mal bei dem sein Blut vorbeigucken. Oh, es gibt ein blaues Katana. Ah, der hat den Schlüssel. Schlüsselkarte. Dann gehen wir noch kurz den Tresor holen. Und dann müssen wir uns ein bisschen in die Zone beeilen. Die kommt auch gleich an. Boah, ich nehme hier dann gleich die Splash Gun mit. So, ja. Ist ein sehr turbulenter Start, muss man schon sagen, aber bis jetzt, also Fortbewegungsmittel ist natürlich klar. Und sonst, ja. Der Rocket Launcher ist ganz okay. Man ist halt dann, so wie bei diesem Kamehameha und alles, halt dann sehr offen. Und ja. Munikisten. Ein bisschen Muni mit, auch wenn ich zwar nichts mehr brauche. Nehmen wir einfach mit. Sehr gut. Und dann ziehen wir durch. So, auf geht's. Ich nehme dann gleich die Heal Gun. Obwohl ich weiß nicht, ob die Heal Gun so gut ist. Ich hoffe lieber irgendwie auf luftig, obwohl hier kommt sie direkt nochmal. Dann ja, werden wir gleich gucken. Je nachdem. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit für in die Zone. Und ja. Das Katana wäre natürlich auch ganz gut.
Aber was soll's, was soll's, was soll's. So. Ist natürlich die Frage, ob dann auch dieses Grappling-Teil, wenn das leer ist, verschwindet. Oder ob man das dann irgendwie befüllen kann. Das ist natürlich dann die andere Frage. Aber werden wir dann schon sehen. Ich weiß ja nicht, was hier mit diesen Statuen auf sich hat. Irgendwie die hier überall rumchillen. So. Sehr gut. Muss ich die irgendwie zerstören oder was ist das hier? Ah ne, da muss ich mich glaube ich irgendwie dranhaken. Gibt's wohl irgendwie Loot oder so. So. Kurz voll healen. Und hier haben wir auch direkt noch das 3D-Manöver. So. Aber man kann sich auch irgendwie nicht an alles dran grappen. Zum Beispiel an so einen Berg oder so, wie es ja mit der mit den sonstigen Sachen auch ging. Geht hier zum Beispiel nicht. Das ist ein bisschen speziell und man sieht keinen Timer. Das dreht sich einfach voll. Aber mehr auch nicht. So. Was haben wir denn hier noch? Luftikus wäre ganz schön, aber man hat nicht. Ich lasse es mal auf der Splash Gun. Dann kann ich, wenn ich irgendwie da mal Heal brauche, mir die Splash Gun holen. So. Das ist dann ganz schlau. Genau. So. Es leben leider nicht mehr viele Gegner. Weil natürlich jeder die neuen Items möchte und da bei diesen Festungen am Rand der Map landet. Weil das ist ja, glaube ich, erstens sind das Quests und zweitens gibt es ja da die neuen Items. Und von daher ist es natürlich klar, wir sind ja auch da gelandet, dass man die neuen Items haben möchte. Das ist verständlich. So, da schießt einer den anderen runter. Dann habe ich natürlich gut Hits reingedrückt. Ja, ich habe leider nicht allzu viele Materialien. Von daher bauen wir noch ein bisschen was ab. Was vom Stein, auch wenn das ein sehr schlechter Stein ist. Sehr gut. 50 Schaden dem einfach gegeben. Können ja noch gucken, ob es hier bei dem Schlüsselkisten noch was Gutes gibt. Auch wenn die zwar... Ah ne, ich habe zuerst gedacht, auch wenn da ja irgendwie Leute schon warten. Aber ne, nichts Besonderes. Heal-Automat, ja, nicht viel, das hier chillt, muss man schon einfach sagen, aber, ja. Gegnertechnisch sind nur noch 7 Gegner am Start, natürlich ein paar sind da oben und der Rest, ja, werden wir dann gleich sehen. Ja, irgendwie, man kann sich nicht an alles halten und der löst sich auch immer irgendwie automatisch. Ist überhaupt nichts mehr. Ich rekrutiere mal den Bot. Naja, hier sind überall, wo diese Kisten sind, auch Gegner gelandet. Weil jeder die neuen Items möchte. Ja, ich sehe überhaupt keinen Gegner. Obwohl doch da unten. Da kommt noch einer. Wir haben beide gut Hits bekommen. Okay, das Grappeln ist ganz, ganz weird. Okay. Das ist sehr, sehr gewöhnungsbedürftig.
Aber ja. Okay, der andere ist da noch in der Zone drin. Natürlich sehr interessant. Oh, 65 Fall Damage, Digga, das zwirbelt aber. Sehr schön. Sehr schön. Der ist raus. Danke vielmals für die lila MP. Aber der andere ist leider weggekommen. Ich weiß leider nicht wohin. Hier schon mal nicht. Aber man kann mega, mega schnell aus dem Flug in den Angriff zurück. Was vielleicht ein bisschen sehr stark ist, muss man sagen. Aber ja. Dafür verliert er auch mega schnell Energie. Das ist natürlich die andere Kehrseite. Die Angriffe verbrauchen recht Energie. Das Fliegen geht, das verbraucht zwar auch ein bisschen Energie, aber deutlich, deutlich weniger als die Angriffe. Genau. So. Drüben, wo den ist, da fliegt einer mit Rift. Dann gehen wir direkt mal zu dem mit Rift. Mal gucken. Oder vielleicht fliegt er auch auf die Insel. Das kann natürlich auch sein. Sieht, glaube ich, auch danach. Obwohl, ne, die Insel ist nicht mehr. Oder? Bisschen ist sie, glaube ich, noch in der Zone. Oder nein, überhaupt nicht mehr. Es wird irgendwo da hinten gefightet. Schade, dass ich da den einen nicht mit der da Fall Damage bekommen hat, irgendwie killen konnte. Der ist ja dann in dem Moment, wo der andere kam, durchgezogen. So, sehr gut. Jetzt werde ich noch angerufen im Video, perfekt. Das ist auch wieder ein Timing, aber was soll's. Oh, einer hat die Zone oben geholt, jetzt noch. Schick's mittlerweile oder nicht. Buildcrack. Schade. Er hat die scheiß B90. Egal, lass es doch. Und so abfacken kann. Aua. Digga, der fuckt schon ein bisschen ab, der Gegner hier. Digga, lass es doch mit deiner Scheiß 94. So. Wir haben auf jeden Fall wieder ein bisschen Leben. Aber. Ja. Ich werde, glaube ich, gleich das Ding-Item weglegen müssen, weil ich keinen Heal mehr habe. Und hier natürlich wichtig ist. So. Ist natürlich die Frage. Da hinten moved einer. Ich hätte natürlich den einen in der Luft töten können. Er hatte aber sowas von Glück, dass in dem Moment, wo ich
kam. Ich nehme mal hier den Rocket mit. Das ist in dem Moment, wo ich natürlich kam, oder ihn abschießen wollte, ein anderer ihn im Moment das Leben eigentlich gerettet hat. Das ist natürlich ein bisschen mies, aber ja, ist okay. Ist okay. Es gibt ja auch wohl so Stationen, wie es aussieht, wo die Rocket Launcher liegen. Nein, ich wollte nicht auf diese Linie. Dass hier überall natürlich nur Dings rumliegt, triggert ein bisschen. Kommt das so weit? Nein. Kommt's nicht. Ich weiß nicht. Jetzt kommt hier drüben noch einer. Natürlich runtergeschossen von dem. Gut. Und rüber in die Zone hinein. Wunderbar. Ah, dieser Typ hier triggert schon richtig hart. Schießt auch noch einer runter. Okay, das sind die letzten auch. Ich habe gleich keine Metz mehr. Das ist natürlich jetzt richtig belastend, dass ich gleich nichts mehr zu bauen habe. Ja, Metall brennt nicht, voll Profi. Digga, was denkt er dich bitte? Gut, ich muss gleich ein bisschen nach vorne. Der andere chillt hier drüben. Okay, der ist weit, der Typ. Und der hat wohl auch nichts mehr zum Healen. Wieder dann für die Healgun, die ab und zu usen kann. Dann auch mal meine Healgun. Das ist auch wirklich der größte Spaß da oben. Wie er da immer noch oben chillt und runter schießt. So, jetzt mal ein bisschen die Hits, mein Freund. Das ist auch wieder ein Finale, also wirklich. Ich muss gleich ein bisschen nach vorne. Das ist natürlich auch nicht so geil. Ja, komm, hör doch auf. Der fühlt sich auch richtig lustig hier mit. Ich habe gleich keine Metz mehr. Das ist nicht so geil. Das ist eigentlich überhaupt nicht gut, aber was soll ich tun? Biggie. Ja, wahrscheinlich, Digga.
kniffst du mich so hart. Ey, ja, und er springt von oben runter und killt mich, ja. Schade. Ja, ich glaube, wir lassen es so stehen. Es ist ein guter Einblick gewesen für die Waffen. War leider kein Win. Ganz knapp nicht. Aber ja, wir haben einen guten Einblick gesehen für die Waffen. Rocket Launcher ist so zwiegespalten. Ist halt einfach, wenn du diesen schießen möchtest, fliegst du halt so in die Luft. Das ist nicht so geil. Aber ich glaube, dieses 3D-Manöverapparat ist richtig stark, glaube ich. Also für Movement und dann noch, wenn du dazu noch angreifen kannst und das in einem Slot drin hast, dann hast du eigentlich ein besseres Katana. Und ja, nee, dann bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen und bis zum nächsten Video. Euer Blumi.at. Ciao, ciao. We'll be right back.